Miau. Frau miaunzt. Komm her! Ah, komm her! Die Frau hat mich gerade ausgelacht. Wieso lacht mich die Frau aus? Ah, die Frau hat mit mir gelacht, natürlich. Natürlich. Oh, The Crusader LP, das hat ja ziemlich die Zustimmung bekommen von den Leuten, merke ich. Dein Let's Play, gut, nicht meins. Es ist unser Let's Player. Oh Gottchen. Ich werde es auf jeden Fall weiterführen. Mal schauen, ob ich vielleicht auch irgendwann mal das Zweier mache. Die Frau schon. Ey, ich glaube, die Frau braucht doch mal ein paar auf dem Hintern. Spanking. Bisschen. Bisschen Haue braucht die Frau. Oh Gott, mich hat's jetzt so gerissen gerade eben. Ich hab's gesehen, das sah lustig aus. Oh, ich hab's doch noch gehört irgendwo. Oh Mann, wieso muss ich immer diese Spiele spielen? Also ich bin's völlig fair. Ja, danke schön. Hallo, ich spiele auch Horror Adventures, Super Mario etc. Ist auch gruselig. Wir kriegen jetzt die Sense. Leute, wir kriegen die Sense, das wird geil. Die Sense ist die geilste Waffe in diesem ganzen Spiel. Freut euch für Daniel. Will ich da eigentlich lang? Da ist eine Falle. Also. Aber da ist Munition. Ah. Hi, I see. Ich will wissen, ob ich dann lang will. Lauf halt gebuckt durch. Das bringt nichts. Nee. Oder geht geduckt? Da hinten ist doch gar nichts. Doch, geht. Ja, ich weiß es nicht. Deswegen will ich es ja wissen. Ah, okay. Aber da wäre auf jeden Fall auch die Dings gewesen, glaube ich. Ja! Stock. Okay, ich will schauen, was da hinten ist, bevor ich da langlaufe. So ein Scheiß. Stock. Kommen wieder Untote. Stock. Wenn ich richtig, ja. Heia, der Schritte drauf. Aber wir haben einen Tagebucheintrag bekommen. Oh, na gut, okay. Was sagt er? Ach ja, stimmt, den Lisbeth. Ah, okay, ja. Also, wir hoffen, dass das hier zu uns zu Lisbeth bringt. Das erinnert mich jetzt an Nisha. Da ist definitiv. Stock. Definitiv. Stock. Ich weiß nicht, ob es in dieser Zeit der im Mittelalter ist. Definitiv die Sense. Okay, im Mittelalter ist es. Ja, wir müssen eigentlich, wir müssen hier lang. Das heißt, wir müssen, es doch dort runter, da wo ich eigentlich nicht lang wollte. Oh Mann. Will jemand anders weiterspielen? Aber du magst doch Untote. Naja, es geht. Also, wieder auf Falk. Yay! Okay, Untote. Einfach rennen. Ich renn durch, ja, aber die werden mir wahrscheinlich wieder ins Kreuz schießen. Sage ich nicht nein. Da lacht dich jemand aus. Ach, das ist hier? Das war's? Lü. Moment. Ah, nee, das ist was anderes. Ich hab gedacht, das wäre dieselbe Stelle wie vorhin gewesen. Ach, ich denk mal wieder zu viel. Ich kann nicht springen. So. Sieht das hier besser aus? Angenehmer? Inviting?
comfortable. Oh, da hinten ist was. Wahrscheinlich Health. Jawohl. Sehr immer schön. Gern gesehen. Jetzt bin ich erschrocken. Aber voll in die Fresse, du. Der wartet sogar noch. Oh, ich hab wieder auf doppelt geschalten. Scheiße. Nicht gut. So, Single Shot. Safe. Ich dachte schon, wieso verrecken die so schnell? Ich hab mir auch gedacht, mit einem Schuss. Mit einer Barrel. Ey, boah. Wow, wow, wow. Ja, den werde ich auch später brauchen. Ja, gleich. Was brauchst du? Was für Shells? Was Shells? Phosphorus-Shells. Ach so, Phosphorus-Shells. Ja, hi, da. Ach, ich hab zufälligerweise... Ah, ich verstehe. Mercury Flask and Monastery Key. Also eine Quecksilberflasche und den Schlüssel in die Monastery. Das ist der für die Double Doors, ne? Sicher? Ich weiß ja nicht, weil der hat doch gesagt, in deinem Journal stand doch irgendwie Lock Double Doors und das führt zu Lisbeth's Lair. Das könnte ja Lisbeth's Lair, muss ich aber eigentlich am Ende hin. Warte mal. Ich habe jetzt die Tür für die Monastery. Ich komme hier nicht rüber. Stimmt. Okay, ich glaube, ich komme da auch gar nicht hoch. Nope. Okay, warte mal, ich habe die Schlüssel für die Monastery. Das wäre aber lustig, wenn du die Türen dafür hättest. Das würde ja theoretisch bedeuten, wenn ich die Türen dafür hätte. Ja, ja, ja. Einfach so in die Wand mal reinlegen, damit ich reinlaufen kann. Du musst die Türen zum Schlüssel bringen. Ah! Oh mein Gott, hat sie mich jetzt gerissen, du. Also das ist echt der Daniel-Schock-Part, ey. Absolut. Oh, ich will doch bloß wieder was Normales spielen. Irgendwas mit Häschen und Blümchen. Häschen und Blümchen. Und, hä? Das heißt, ich muss so gar nicht zurück. Ich muss... Ja, zu die Double Doors. Ja, da komme ich ja auch nicht mehr zurück. Ich schaue jetzt nochmal zu den Skeletten. Vielleicht, wenn ich jetzt hier rechts weiterlaufe, da ging es ja eigentlich theoretisch weiter. Unter Umständen. Ich hoffe, dass die Gegner nicht mit da sind. Ich muss aufs Klo, aber ich will nicht gehen. Wie war das mit den Gegnern? Ah, aber die machen zum Glück nicht viel Schaden. Stop. Es geht doch nirgends mehr lang. Außer das hier halt, ne? Okay, wir schauen mal ganz kurz hier rum, ob es da noch irgendetwas von Interesse gibt. Aber zuerst springen wir sinnlos und blöd durch die Gegend. Ja, das macht Spaß. Mich zu amüsieren und mich ein bisschen runterzukriegen. Es muss da, also ich nehme mal an, dass das mit den Double Doors zu tun hat. Warte mal. Was ist denn hier? Das ist es schon. Ah. Ja. Wir kommen weiter. Yay. Yay. Penisparty. Propeller. Penispropeller. Eine Penis-Zwischensequenz. Lisbeth. Ich lieb dich. Oh, sie ist so geil. Boah. Who are you, Jeremiah? No, you're an interloper. Ja, so dramatisch. Meistens ist doch eigentlich nur ganz liebe Viecher. Ja, wir springen. Wieso hab ich jetzt Splitterbill-Barrel an? Du hast ja noch 14 Schuss. Das geht langsam trotzdem ein bisschen zur Neige. Stock. Aber hier kommen wenigstens keine Skelette. Das ist besser. Ja, lieber diese putzigen Knuffelviecher als Skelette. Ja, definitiv. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich Ektoplasma halt eben hochgestellt habe. Das kracht doch ein hier. Also ich nenne die jetzt einfach mal Knuffelviecher, okay? Ja, okay. Weil ich weiß nicht, wie die sonst heißen. Genau, und das ist jetzt auch der Grund fürs Ektoplasma. Ich hab's mir gerade noch gedacht. Oh, lächel. Ich hab's mir gerade noch gedacht, da war doch was im Schatten.
Weil das Ektoplasma ist nämlich, wenn es hart auf hart kommt, meine letzte Chance, mich irgendwie zu verteidigen. Hallo? Sag mal! Ja, ich weiß. Der Kratzer ist jetzt. So! Alter Schwede! Oleg, sag mal! Noch jemand? Kann es sein, dass die hier auch endlich aufspawnen? Vielleicht sind es einfach nur viele. Du musst ja da wahrscheinlich durch, oder nicht? Ich hab kaum noch Munition. Du machst halt Fistfight. Ja, ich hab noch den Gerserbar-Stone, dann kann ich die Gegner zurückschleudern. Hast du noch nicht diesen Drachenkopf da? Ja, aber ich finde den so sinnlos, der bringt eigentlich überhaupt nichts, ich höre sie schon wieder. Kein Wunder, dass du hier so viel Health hast. Yay, Licht! Gefällt mir das? Ich weiß es nicht mehr. Oh. Oh, Lech! 4, 4, 5! Machst du jetzt nur mit Ektoplasma put? Ja, der hat es. Noch! Sehr schön. Das ist aber spannend hier. Das ist so feige, aber das ist mir so egal. So. Wie viel Health habe ich denn noch? 3. Ich habe noch 3. Okay, warte mal, wie viel? Ah, das war Shotgun Ammo. Ich habe auch noch 3 Amplifier. Ich würde mal sagen, du machst das mal ein Ich mache jetzt hier einen Amplifier drauf. Ektoplasma. Oh, ich bin schon auf Maximum. Krass. Jetzt bist du auf Maximum. Ich will eigentlich jetzt Health auswählen. Was habe ich denn an Munition überhaupt noch? So, hier haben wir 38. Hier haben wir 3. Ich glaube, du nimmst einen Revolver. Ja, ich glaube, ich nehme mal wieder hier. Speichern. Wichtig. Aber jetzt habe ich auch mal den Gerserbar Stone ein bisschen demonstriert. Praktisches Ding eigentlich. Ja, ich bin ein Idiot, ich hätte eigentlich da hoch. Das war doch alles geplant, Daniel, oder? Ja, ich wollte nur mal zeigen, wie das ist. Ja, genau. So, hoch oder darüber? Darüber. Mich interessiert gerade etwas. Okay, ich habe gedacht, die kann ich irgendwie wiederbeleben, aber dem ist nicht so, ja? Dass sie dir helfen? Ja, ebenso als kleine Gehilfen. So. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite und jetzt kommen wir gleich ins Mittelalter. Daniel, das ist doch Stark. Hä? Genau, unten kann ich jetzt noch nicht aufmachen, ne? Das ist ja noch denied, ja. Und das dahinter? Da würde ich wieder rauskommen, wo ich nicht hin will. Aber hier geht's jetzt endlich weiter. Ah. Genau. Und da geht's jetzt dann im Mittelalter, soweit ich weiß, an der Stelle in der Kapelle. Da geht's dann die Sense. Sie, schauen wir mal die Sense an, oder? Ne, ich glaube, die sagen immer das Gleiche. Dann muss ich nämlich dann durch dieses Fenster wieder abhauen. Oh ja, das ist das, wo ich jetzt diese Amulette und sowas brauche. Weil dann öffne ich das Portal in die Vergangenheit. Ja. Jaha! Ich muss gucken, ob hier noch irgendwas
looten kann. Health. Munition besonders. Aha. Shotgun Shells. Ich habe aber, glaube ich, noch Silver Bullets, glaube ich. Und zwar Shotgun Ammo 15, Silver Bullets 30. Ja.